Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem zweiten weihnachtlichen Dekorationsvideo. Ich freue mich wahnsinnig, weil heute wird endlich das Haus weihnachtlich dekoriert. Ich habe schon alles vorbereitet und ich würde sagen, wir starten gleich. Nur ganz kurz, falls ihr andere Anregungen und Ideen braucht für weihnachtliche Dekoration. Ich habe jedes Jahr weihnachtliche YouTube-Videos gedreht, auch in anderen Farben, Roségold, ganz viel Glitzer. Also falls ihr Lust habt, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's mit einem weihnachtlichen Türkranz. Und ich werde diesmal alles ein bisschen in Grün halten und Silber, weil das einfach zu der Dekoration vor der Haustüre passt, die ich euch dann auch noch gleich zeige. Genau, ich habe alles schon vorbereitet und alles, was ihr hier seht, die Kugeln, bis auf diese hier, Kranz, dieses hier, es ist alles von Depot. Ihr wisst, ich schaue immer, dass ihr alles einfach nachkaufen könnt, bis auf diese Kugeln. Die habe ich bei Weko gekauft, aber solche mintgrünen Kugeln, die gibt es ja eigentlich eh überall. Ja. Und ich werde jetzt gleich mit dem Kranz ein bisschen mit Schnee einsprühen, also mit so einem Schneespray, weil ich möchte, dass das ein bisschen, ja, einfach wie angeschneit ausschaut. Und das werde ich jetzt nur kurz draußen machen. Jetzt habe ich den Weiß angesprüht und ich finde, das macht schon einen ganz anderen Flair. Schaut schon alles nicht mehr ganz so sattgrün aus, was für mich persönlich mehr für den Herbst ist, sondern einfach so leicht angeschneit. Ich habe auch gar nicht viel rangesprüht, wirklich nur ganz leicht einmal drüber. Und jetzt beginne ich als allererstes mal mit den Tannenzapfen. Ich klebe die hin und dann habe ich mir noch, übrigens das alles von Depot, das habe ich eh schon gesagt, diese Blume klein geschnitten. Also so schaut die aus. Und das habe ich mir jetzt einfach da in so kleine, ja, Blüten geschnitten. Und das werde ich dann auch noch drum kleben und dann kommen die Kugeln. Meine Heißklebepistole, die ist natürlich unerlässlich. Und ich klebe dann einfach so, wie ich mir das gerade denke. Einfach einmal umgekehrt, also umgedreht die Tannenzapfen, dass mir das Weiße rausschaut. Und es ist ja wirklich kinderleicht, also es ist ja alles, was ich mache, ist so gedacht, dass wirklich einfach nachzumachen ist und auch relativ schnell. Wichtig wäre, dass man sich im Vorhinein einigermaßen darüber im Klaren ist, wo man den Kranz aufhängt. Also wo quasi diese Schlaufe drüber kommt, dass man da einfach nicht so viel Produkt hinmacht. Diese Kugeln, die gibt es übrigens auch jedes Jahr bei Depot, also die könnt ihr wirklich immer finden. Und jetzt habe ich noch ein kleines Experiment vor. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Auf alle Fälle möchte ich jetzt hier noch so ein bisschen Glitzer, das gibt es übrigens bei Teddy, einfach so ein bisschen außenrum machen, drauf kleben oder, ja, keine Ahnung. Und ich versuche das jetzt einfach mal mit Haarspray. Also ich gebe eine Schicht Haarspray drüber, träufle das so drüber und gebe noch mal drüber. Ich habe keine Ahnung, ob das hält. Ich versuche es jetzt einfach mal. So schaut der Kranz jetzt aus. Also das Glitzer, das haftet teilweise. Ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn ich ihn mal aufstelle. Aber so ist er jetzt mal im Detail. Sehr, sehr schön, nicht zu überladen. Es ist noch voll grün dran. Und ja, schaut aber trotzdem weihnachtlich aus. Mir gefällt er sehr, sehr gut. Und es ging jetzt auch so flott. Also wirklich, ich habe jetzt dafür gar nicht lang gebraucht. Also den Türkranz habe ich jetzt aufgehängt und ich habe jetzt noch mal zwei so Bänder rumgemacht. Die sind übrigens beide von Teddy in diesem Türkis bzw. Mint und mit Silber. So harmoniert das perfekt. Gefällt mir richtig gut, denn hier steht unser Christbaum. Hab da einfach nur Figuren hingemacht und der hat auch so mintfarbene Kugeln und deswegen passt es natürlich perfekt zusammen. Übrigens, das Glitzer hat gehalten. Ein bisschen was ist runtergefallen, aber das meiste ist tatsächlich kleben geblieben mit dem Haarspray. Als nächstes kommt natürlich der Eingangsbereich. Das ist jetzt vorher, das ist das, was noch vom Herbst übrig ist, von der Herbstdeko. Hallo! Und das muss jetzt natürlich ganz dringend weihnachtlich werden. Los geht's! Na, du kleine Maus, du! Wo ist denn dein Ball? Ja, wo ist denn dein Ball? Das lasse ich einfach wieder liegen. Das ist die beste Investition gewesen. Das gibt es auch bei Depot.
Und das lasse ich eigentlich das ganze Jahr überlegen, weil ich finde, das passt zu jeder Dekoration. Dann habe ich dieses Adventskranzgestell gekauft bei Depot. Das finde ich super schön. Mir ist nur leider aufgefallen, dass das kaputt ist. Dass da hier die Stäbe total verbogen sind. Wird man eh nicht sehen, wenn ich jetzt da was drüber mache, aber trotzdem ärgert es mich. Dazu habe ich gekauft diese wunderschönen Blumen. Die sind mit Gold und in die habe ich mich sofort verliebt. Das passt natürlich perfekt. Diesen Hirsch, den habe ich online bestellt. Der schaut auch so süß aus. Sogar bei Hallo YouTube. Hallo an alle, die gerade zuschauen. Bubi möchte die Weihnachtsdeko anschauen, gell? Der ist so flauschig, der wird immer flauschiger. Und jetzt kommt einfach nur ein bisschen Glitzer rein und Kugeln und so. Also es wird jetzt einfach nur verziert und ich zeige euch dann im Anschluss genau, was ich reingemacht habe. Fertig ist die Kommode. Ich zeige euch jetzt mal im Einzelnen, was ich genau reingemacht habe. Die Blüten habt ihr ja eh schon gesehen, mit dem Gold dran, schaut so toll aus. Und dann habe ich mir einfach verschiedene Kugeln von Depot gekauft. Die Kerzen sind übrigens auch von Depot. Verschiedene Glitzerzweige, ja, und verschiedene Kugeln. Den Hirschen habe ich euch ja auch gezeigt. Gibt es auch bei Depot. Und eine Lichterkette, die habe ich auch bei Depot gekauft. Übrigens, es ist kein gesponsertes Video von Depot. Ich bin weder bezahlt, nur sind die Teile umsonst, also PR-Samples oder so. Es ist alles selbst bezahlt und genau. So schaut es jetzt im Ganzen aus. Die Kamera fängt das natürlich jetzt nicht so ein, wie es in echt ausschaut. Aber ich finde es sehr, sehr schön. Dann mit der Lichterkette. Schaut einmal richtig süß aus. Ich zeige es euch dann noch, wenn es ein bisschen dunkler ist. Und den Stern, den habe ich letztes Jahr gemacht von Depot. Auch die Kugel und so weiter harmoniert perfekt zusammen, sind die gleichen Töne. Und ich habe jetzt bewusst dunklere Kerzen genommen. Man hätte auch weiße nehmen können, aber ich finde, dass, weil die Kommode eh schon so viel weiß ist, dass dann einfach ein bisschen ein Kontrast her muss. Ja, ich bin sehr zufrieden. So, in der Küche kommt das natürlich auch weg und was Weihnachtliches hin. Und ich habe euch letztes Jahr einen Adventskranz abgedreht, den ich da schon hergestellt habe. Und der kommt dieses Jahr auch wieder hin, weil der einfach so traumhaft ist. Ich werde euch das Video mal hier verlinken. Dann braucht ihr einfach nur auf den Link klicken. Dann kommt ihr automatisch zu diesem DIY. Der schönste Kranz überhaupt. Also in den bin ich immer noch verliebt. Ich finde, der schaut einfach so toll aus und der passt auf die Kommode perfekt. Ich habe es eh im letzten Video schon gesagt, falls ihr die Rückseite, also falls man hinten und vorne sieht, mussten natürlich beide Seiten gleich ausschauen, aber da der bei mir an die Wand kommt, habe ich jetzt hinten quasi nichts gemacht. Passt doch einfach da perfekt hin. Farblich und auch diese LED-Kerzen kann man einzeln schalten. Also das heißt, wenn der erste Advent ist, dann kann man auch nur eine brennen lassen. Kann man mit der Fernbedienung steuern und ja, bin sehr zufrieden. Jetzt befinden wir uns oben im Gang. Also man kommt quasi hier von der Treppe rauf und steht dann hier im Gang. Und auf der Kommode ist es natürlich noch nicht weihnachtlich, aber das wird sich jetzt gleich ändern. So, das ist quasi das, was letztes Jahr im Eingang unten gestanden ist, was ich gemacht habe. Und das passt natürlich hier auch perfekt. Ich brauche jetzt nur noch die Lichterkette, weil die habe ich mir gestohlen für das untere. Aber es schaut so süß aus, vor allem mit dem Reh. Das ist so niedlich. Diesen Korb, genauso wie alles andere, gibt es dieses Jahr auch wieder bei Depot. Also ihr könnt das 1:1 nachmachen. Ich habe nämlich extra geschaut. Ich habe so lachen müssen, weil es gibt wirklich die ganzen Teile jedes Jahr wieder. Passt natürlich auch jetzt perfekt zum Spiegel.
Dann kommt natürlich wie jedes Jahr die Etagere dran, die bei mir da im Treppenaufgang steht. Was ich hier immer liegen lasse, sind diese Felle. Die habe ich auch bei Depot gekauft und habe die einfach auseinandergeschnitten und die liegen eigentlich das ganze Jahr über. Weil, genau wie unten im Gang, ich finde, dass das einfach zu jeder Jahreszeit passt. Und genauso wie Pampasgras, das lasse ich hier auch immer stehen. Das ist das, was das ganze Jahr über bleibt. Und so die Details, die ändert ihr dann. Man kann da wirklich super viel draus machen. Habe ich euch ein ganz viel YouTube-Videos schon gezeigt. Und jetzt geht es natürlich an das weihnachtliche Dekorieren. Und hier ist meine fertige Etagere. Sehr weihnachtlich, mit wenigen Handgriffen. Ich werde euch natürlich alles verlinken, was es bei Depot noch gibt. Diese Quaste hier, die habe ich mir vor 3 Jahren mal bei Depot gekauft. Ich habe keine Ahnung, ob es die dieses Jahr auch gibt, aber sowas gibt es ja eigentlich auch bei Amazon. Falls ich sowas finde, werde ich euch verlinken. Alles von Depot gibt es dieses Jahr auch. Also das ist wirklich alles aktuell. Man kann es natürlich auch individuell gestalten, in anderen Farben, auch mit Roségold, also wie es ihr gerade wollt. Die Etagere, die habe ich mir schon vor längerer Zeit gekauft, aber auch diese gibt es jedes Jahr. Ich werde euch alles verlinken, wie gesagt, was ich so finde. Meine Verabschiedung findet jetzt einfach mal ausnahmsweise in der Garderobe statt, weil ich den Hintergrund einfach so toll finde. Passt einfach zum Video. Ich hoffe natürlich so sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde noch ein bisschen was anderes, so die Kleinigkeiten im Haus dekorieren. Das werde ich auf Instagram zeigen. Ihr könnt mir da gerne folgen. Da heiße ich auch Use Beauty. Ich werde euch den Link unten in der Infobox einschreiben. Dann werde ich euch alles, was ich so bei Depot gekauft habe und was es online gibt, in der Infobox verlinken. Es gibt teilweise die Sachen aber auch nur im Geschäft, das meiste aber auch online. Dann wünsche ich euch natürlich ganz viel Spaß beim Nachdekorieren. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr mir davon Bilder schickt oder mir auf euren Bildern bei Instagram verlinkt. Und es war natürlich noch nicht das letzte weihnachtliche Video. Es gibt natürlich noch mein Christbaum. Da habe ich auch was ganz was Besonderes vor, ein kleines DIY Baumkugeln. Also wenn ihr das sehen wollt, dann gerne abonnieren, Glocke aktivieren oben rechts, dass ihr kein Video mehr von mir verpasst. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen ersten Advent und natürlich dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!